Yennefer's suspicions proved true. Ciri had appeared in Skellige. She'd arrived from another world together with a masked mage. She and the mage had fought the Wild Hunt before fleeing through portals that carried them to Velen. There, one trail ended, another began. A good time later, the Wild Hunt had reappeared on Hindisfjall, meaning Ciri, too, might have returned to Skellige. Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Erkunder, und wir erkunden hier so ein bisschen die Gegend gerade. Wir wollen uns gleich mal aufmachen zu diesen wunderbaren Ruinen hier. Die sind so wunderschön kreisrund. Ich weiß nicht, ob das alte Elfentürme sind oder sowas. Dort wollen wir auf jeden Fall. Hier den Ausblick konnten wir leider nicht so richtig genießen. Ne? Es ist dunkel. Da hinten sieht man irgendein Licht flackern. Nur wenn man die Kamera so bewegt. Ja, da ist es. Wahrscheinlich irgendein Leuchtturm. Vermute ich mal. Also schräg rechts hinter uns ist das. Schräg rechts. Oh, das müsste ja ganz hier drüben sein im Prinzip. Das ist hier auf dieser Landzunge. Ne, das glaube ich zu. Ja, vielleicht ist auch der Leuchtturm von Eldberg. Ja, wahrscheinlich ist der Leuchtturm von Eldberg, ne? Wir gucken da schon ziemlich dicht an dieser Landzunge lang. So, hier haben wir beim letzten Mal eine Kiste übersehen. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? So, wo haben wir eigentlich Plötze geparkt? Ich glaube, wir sind zu Fuß hier diesen Weg lang gelaufen, ne? Weil der sich so windet und so ein bisschen steil ist und so. Ah ja, Plötze wartet da an der Kreuzung auf uns. Sehr gut. Plötze. Ach, guck mal. Plötze hat eine neue Freundin gefunden. Und knuddeln hier so. So, und diesen Weg hier wollen wir, denke ich, hoch. Dann schauen wir mal, was uns heute erwartet. Hier links und dann gleich wieder rechts. Ups. Weiße Wölfe. Ja, durch die müssen wir jetzt scheinbar durch. Oh ja. Na gut, dann würde ich sagen, doppelte Geschwindigkeit hier. Dann lassen wir die einfach hinter uns. Scheint funktioniert zu haben. Und das hier sieht eher aus wie ein Hügelkram. Was kommt denn da von rechts angeflogen? Hm, keine Ahnung. Irgendwas war da. Wir schauen uns hier auf jeden Fall mal ganz genau um. Wir werden da auch gleich noch oben drauf rumkrabbeln. Ja, das hier scheint tatsächlich wieder so eine Hügelgrabanlage zu sein. Da hatten wir ja schon mal eine gefunden. Gucken wir mal, hier haben wir so ein kleines Kästchen. Aha, das überlegene Wolfsilberschwert haben wir hier gefunden. Ich habe gar kein Zeichen am Eingang gesehen. War da ein Zeichen, Leute? Ein bisschen Brot nehmen wir natürlich auch gerne mit. Was gibt's hier? Nichts. Ich dachte, da wäre so ein Handindikator gewesen. War hier ein Zeichen am Eingang? Irgendwie nicht. Ach, ein Geist. Hier spukt es. Natürlich. Ist auch ein Hügelgrab. Das ergibt schon Sinn. So, das Wolfsschwert haben wir auf jeden Fall. Schauen wir hier oben drauf, ob es hier irgendwas gibt. Ja, scheinbar nicht. Ja, dann gehen wir einfach zum nächsten weiter, oder? Lassen die Nachterscheinungen hier Nachterscheinungen sein. Hm, da drüben gibt es scheinbar so ein paar Endriagen. So, was gibt es hier? Irgendwelche Markierungen? Nope. Werden wir verfolgt? Oh ja, wir werden verfolgt. Oh. Oh,
das jetzt ein kleines bisschen wild gerade. Ja, shit. So, das war's auch schon mit dem Vieh. Naja, da unten die Endriagen. Das scheint eine Kriegerin zu sein. Mondscherben. Dunkle Essenz haben wir bekommen. Ah, cool. Dunkle Essenz brauchten wir auch noch für irgendeinen Trank. Da können wir gleich mal gucken, wenn wir uns hier unten in diesem Grab umgesehen haben. In dem es gar nichts gibt. Okay. Also diese Gräber sind wahrscheinlich offen, weil die auch als Anbetungsstätten dienen. Für die Ahnenverehrung. Ah, da drüben direkt hinter uns ist noch eins. Also da müssen wir hier quasi über dieses Grab drüber krabbeln. Boah. Deswegen stehen da wahrscheinlich auch frische Opfergaben und sowas drin. Was gibt's hier? Ein toter Mann. Da wollt ihr hier vielleicht Grab plündern? Tagesstern. Oh, gucken wir uns gleich an. So, hier ist das nächste Hügelgrab. Tagesstern. Was kann das denn? Ah, leider auch schlechter als unser Schwert, aber es macht Feuerschaden. Cool. Und plus 2% Bonus Gold. Ist natürlich auch sehr nice. Kritische Trefferchance macht die Carabella. Was wollte ich mir angucken? Alchemie, ne? Haben wir irgendwas? Für irgendwas brauchen wir dunkle Essenz. Hier brauchen wir Nigredo für den tanzenden Stern. Was fehlt uns denn für Nigredo schon wieder? Ach so, die Balissa-Frucht. Ach, shit. Also wenn wir Nigredo nicht irgendwo finden, dann... Keine Ahnung. Schwertwall, da fehlt uns Balissa-Frucht. Ganz genau. Ah, für den goldenen Pyrol haben wir jetzt alles. Helle Essenz haben wir dafür gebraucht. Cool, dann machen wir das doch mal direkt hier. Da haben wir von allem auch richtig viele Zutaten. So, für den verbesserten Schneesturm brauchen wir das Golemherz. Hier fehlt uns, glaube ich, dunkle Essenz, ne? Die haben wir inzwischen. Da fehlt uns aber noch der normale Vollmondtrank. Und der ist da. Und da haben wir jetzt genug dunkle Essenz. Für den verbesserten brauchen wir dann noch eine. Erhöht die maximale Vitalität. Das ist natürlich eine nette Sache. Kann man sich mal vorm Kampf irgendwie reintun. Ne? Und hier fehlt uns jetzt noch genau eine dunkle Essenz. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier den Geist nochmal abgreifen können irgendwie. Büffelgras haben wir auch noch nirgendwo gefunden. Kunstpeterseele müssten wir aber mal zusammenkriegen bei Gelegenheit. Und eine weiße Möwe. Für den überlegenen goldenen Pirol fehlt uns nur eine weiße Möwe. Da müssen wir noch mal gucken. Hier fehlen uns noch die Grundtränke alle. Hier fehlt uns ein bisschen Vitriol. Ja, und eine Balissa-Frucht wieder. Toll. Ein Rebis und eine weiße Möwe. Ja, da schauen wir mal gerade, was wir hier zusammen basteln können. Also hier fehlt uns echt überall. Achso, aber nur weiße Möwen fehlen uns hier. Das heißt, Rebis könnten wir wahrscheinlich zusammenbasteln. Kommt drauf an, wo sind ja unsere Alkohole? Wie viele Alkohole wir hier basteln können gerade? Habe ich Alkohole zusammengeklappt? Ja, habe ich. Ja, alles klar. So, dann basteln wir uns einmal weiße Möwe. Basteln wir uns nochmal weiße Möwe. Dann, was brauchten wir? Rebis, glaube ich, ne? Rebis basteln wir uns. Und dann gehen wir nochmal runter. Oh Mann, ist immer ein Hin und Her hier. Schade, dass man hier nicht einfach so einen Trank anklicken kann und dann alles einfach so basteln, was dazugehört. So, dann basteln wir uns jetzt einmal den überlegenen Pyrol. Sehr schön. Machen wir den auch durch. Da fehlt uns die Balissa-Frucht.
Ach, hier fehlt uns jetzt wieder eine weiße Möwe fürs überlegene schwarze Blut. Die basteln wir gerade noch schnell zusammen. Falls wir nochmal auf einen Vampir, der uns wirklich über ist, treffen, dann ist das schwarze Blut ein sehr, sehr guter Trank, der dem Vampir, sobald er uns aussaugt, Schaden zufügt. So, sehr schön. Was hätten wir? Können wir noch ein Öl basteln? Ich glaube nicht, ne? Da fehlt uns dann echt irgendwie noch ja, so Tierzutaten, die wir einfach nicht haben, wie zum Beispiel eine Höhlentrollleber. Oder hier Leichenfresserblut fehlt uns noch. Wir finden uns die Grundöle für. Okay, gut, sehr schön. Hätten wir das auch mal gemacht. Dann suchen wir uns mal den Eingang zu dieser Grabstätte hier. Ups, hier nicht. Ist der Eingang hier vielleicht verschüttet worden? Kommen wir da nur über eine andere Grabstätte rein? Müssen wir uns die anderen nochmal angucken. Ich würde ja vermuten, wenn dann von hier. Der gab es ja auch sonst nichts. Ne? Also kann schon sein, dass das einfach nur ein Durchgang ist. Aber ich habe ja auch keine Illusion oder irgendwas wahrnehmen können. Lassen wir nochmal den Hexerblick schweifen. Nee, nichts. Tja, na gut, vielleicht kommen wir da in das dritte Hügelgrab gar nicht rein. Vielleicht sind die Hügelgräber nur hier, damit man da das Wolfsschwert finden kann. Schon wieder die Ente jagen durch die Gegend. Oder vielleicht ist der Eingang hier hinterm Berg einfach so ein bisschen versteckt. Aber das wäre untypisch für die Gräber, ne? Wenn der Eingang so sehr weit weg wäre. Aber vielleicht wurde das Grab einfach schon verschlossen. Hier kann man vielleicht noch sowas wie Stufen erahnen. Weiß ich nicht. Na, eher nicht. Ich vermute, hier war tatsächlich der Eingang. Vielleicht wurde das Grab verschlossen. Weil niemand mehr dort die Ahnen anbetet, weil einfach niemand mehr lebt aus der Linie. Oder aber es wurde durch irgendein Erdbeben oder sowas verschlossen. Kann ja auch sein. War hier vorne auf der Säule das Wolfszeichen? Nee, ne? Auch merkwürdig, dass das hier nicht markiert ist. Durch so ein Zeichen. Aber ansonsten, hier gibt es auch keinen Geheimgang zu dem dritten Grab. Okay, gut, ja, dann war's das hier. Haben wir das mal erledigt. Also es empfiehlt sich manchmal wirklich, diese Strukturen hier abzureiten, wenn es da keine Fragezeichen drauf gibt. Kann ja immer mal passieren. So, toll, jetzt haben wir hier unten noch ein Fragezeichen. Das nehmen wir noch mit, würde ich sagen, einfach weil es gerade in der Nähe ist. Und dann reiten wir in Richtung Norden weiter. So, einmal kurz speichern. Nicht, dass uns hier irgendwelche Unbill widerfährt und dann sind wir tot. Achso, wir müssen erstmal auf den Hauptweg zurück irgendwie, ne? Da können wir hier auch abkürzen. Also wir reiten einfach in Richtung des Markers. Kann man springen? Okay. So, in Richtung des Markers reiten wir einfach. Ja, da müssen wir durch den Wolfsrudel oder sowas durch, wie es aussieht. Slower. Ah ne, müssen wir gar nicht. Der Weg ist nämlich schon direkt hier unten. Wir müssen uns nur einen Weg nach unten suchen. Denn hier ist es ein bisschen felsig. So, da müssen wir doch aber schon auf dem richtigen Weg sein, oder? Ja, sind wir. Wir müssen hier aber trotzdem irgendwie querfeld einreiten. Aber da können wir vielleicht ein bisschen um diese Wölfe, wie man hört, außen rumreiten. Versuchen wir mal hier vom Weg abzukommen. Oder hängt uns einer auf an den Fersen? Mal sehen, wie weit er uns verfolgen mag. Ja, lauft, Häschen, lauft. Da ist ein Wolf hinter euch. So, da sind wir auch gleich. Ein bewachter Schatz.
Aber da schauen wir mal, wovon der bewacht wird. Ja, da sehen wir schon Leichen oben drauf liegen. Irgendwas Schlafendem wird der bewacht. Ein Zyklop. Ah, da liegt er direkt. Brauchen wir vielleicht ein bisschen Ugroidenöl? Schauen wir mal, da müssten wir sehr Gutes haben. Vielleicht auch nur Gutes. Oder auch nur Standardmäßiges. Ja, schade. Okay. Aber Gift der Erhängten können wir hier mal Besseres drauf machen gerade. So, dann zünden wir den einmal an. Hier mal raus. Schnappen wir uns so eine Art Quen. Damit wir hier nicht rausgehen. Autsch. So, das war's schon. Das ging schneller als erwartet. Monsterherz haben wir bekommen. Zyklopenauge und ein altes Bärenfell. Also klauen wir ihm auch noch seinen Lendenschurz, nachdem wir ihn getötet haben. Das ist natürlich nicht ganz korrekt von uns. Na, erst wecken wir den Typen hier auf, indem wir ihn anzünden. Ach, da drunter liegt der Schatz, okay. Erst wecken wir ihn auf, indem wir ihn anzünden. Dann filetieren wir ihn und dann klauen wir ihm auch noch seinen Lendenschurz. Ein Knüppel hatte der Typ. Ja. Aber große Eier dafür, dass er sich hier in die Nähe des Zyklopen getraut hat. Und das hier scheint ja wirklich der Unterstand des Zyklopen zu sein. Was gibt's denn hier? Haarschleierling, okay. Ein großer Divena-Runstein. Oh, das ist so einer, der Bluten macht, ne? Eine große Art Glyphe. Genau die Sachen, die wir brauchen. Cool. Fell eines weißen Wolfs, Lederbänder, Banshee. Also Banshee. Gucken wir mal. Ja, der macht Bluten, cool. Den bauen wir in unser nächstes Schwert ein, in unser nächstes Silberschwert. Für die momentan lohnt sich das nicht, denke ich. Und die große Artglyphe bauen wir uns dann auch in unsere nächste Rüstung ein. Da kriegen wir auch schon... Die kriegen wir gar nicht. Kriegen wir das durchs Schwert? Genau, durchs Schwert kriegen wir ja da schon. Zeichenintensität plus. Und da stacken wir die Boni einfach. Spezialisieren uns dann so ein bisschen da drauf. Damit wir dann ein mächtiges Zeichen haben, auf jeden Fall. Ja, wie weit hier? Greifen jetzt die Wölfe hier meine Lieblingsplätze an, oder was? Nee, der rennt gerade weg. Okay. Besser ist das für ihn. So, wohin wollen wir als nächstes? Richtung Norden, hatte ich ja gesagt, ne? Und da gab es hier irgendwo eine Quest an der Brücke von Arinbjorn zum Beispiel. Und hier, da wollten wir noch mal kurz hin, damit wir hier alles in der Gegend erkundet haben. Da fehlt uns dann hier noch das eine Fragezeichen. Das haben wir irgendwie übersehen oder vielleicht war da auch das Monster zu mächtig für uns, weiß ich nicht. So, wir reiten auf jeden Fall straight nach Norden. Wo ist denn Norden? Da ist Norden. Eine Ziege im Wald. Was ist denn hier rechts? Ach, ein einsamer Wolf. Okay. Hier ist eine Ziegenherde. Süß, da sind noch ein paar Wölfe. Geben wir mal ein bisschen Gas. Dass wir hier an den Wölfen vorbeikommen, unbehelligt. Oh ja, scheiße. Mal sehen, wie wir hier runterkommen. Also mit dem Rücken zum Abgrund stehen wir hier quasi. Direkt nach der Flucht vor den Wölfen. Aber wir kommen hier runter. Das ist schön. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder hochkommen hier. Auf die Straße und das ist zu steil für Plätze. Nein, das schafft Plätze. Hervorragend. Ja, ja, hallo. Die haben wir schon ausgenommen. Der dürfte kein Geld mehr haben. So, hier sind wieder Wölfe. Ich bin jetzt echt nachts nur so von Wölfen.
Hallöchen. Pass auf, da sind Wölfe in der Nähe. Sind wir hier richtig auf der Straße, frage ich erstmal. Ja, doch schon. So, hier können wir ein bisschen Gas geben. Bis wir an der verlassenen Strecke angekommen sind. Kennen wir ja alles schon hier, die Wegstrecke. So, da ist die verlassene Strecke. Durch die müssen wir jetzt, glaube ich, gerade durch. Oh, wo ist denn da der Weg überhaupt? Ich glaube, da hinten gibt es gar keinen Ausgang, ne? Aber wir müssen an ihr vorbei, alles klar. Also hier am besten gleich wieder links. Hier so links Plätze, weißt du? Jo, dann halten wir uns hier rechts. Das passt. Ja, und so langsam geht die Sonne auf. 3:30 auch ins Gellige. Oder ist es noch Mondschein? Das ist so verdächtig, ey. Ich würde eher darauf gucken, dass schon der Sonnenaufgang ist. Und hier sind wir in Sund angekommen. Hey there. Ein kleines Örtchen und hier ist auch ein fahrender Händler. Ist aber nicht der von eben, ne? Hallöchen, du hast schöne Handschuhe. Show me your wares. Ja, der hat 200 Novigrader Kronen sind jetzt, ne? Mit dem wir hier handeln. So, die Sachen verkaufen wir ihm erstmal. Dann gucken wir mal. Hier haben wir noch Felle und sowas, ne? Schweinehaut, genau. Ziegenhaut, ein Bärenfell. Ein paar Blumen verkaufen wir ihm auch. Die kann er ja dann weiter verticken. An Jungs, die ihre Damen beeindrucken wollen. Assassinenhandschuhe. Den kann er sich leider schon nicht mehr leisten. Na gut, dann verkaufen wir die Assassinenhandschuhe. Na ja, bis dann. So, dann schauen wir mal. Huch, wo bist du denn? Ja, renn doch nicht an mich rein und schrei dann rum, als wenn ich dir irgendwas tun wollen würde. Ein Wachhund. Ach, ich dachte schon, hier hätte sich ein Wolf her verirrt. Nur mal kurz neugierig rein, da schläft ein Mädchen. Okay, also hier in Sund scheint es nichts zu geben. Vielleicht führt uns da noch mal eine Quest hin irgendwann, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Oh, ein Schafstall. Süß. Ja, die reden mit mir. Schön. Und das hier ist, glaube ich, der Weg, den wir weiter wollen. Ja, ganz genau. Und da halten wir uns da oben einfach links zur Küste und dann wollen wir irgendwann auch mal diesen Weg hier erkunden. Und dann machen wir uns hier auf zur Brücke von Arinbjorn. So, Plätze, komm mal her. Ach, da will, okay. Ich dachte, sie würde aus der anderen Richtung kommen. Hat sie aber natürlich nicht. Oh, da ist ein Feuer. Ein Häschen wärmt sich hier am Feuer, okay. Ansonsten gibt es ja auch gar nichts, okay. Keine Ahnung, wem das Feuer gehört. Vielleicht dem wandernden Kaufmann, vielleicht hatte der hier sein Lager aufgeschlagen. Hm, da oben auch eine schöne Ruine. Person in Not. Oha, wo denn? Ach, da unten. Alles klar. Dann ziehen wir doch schon mal und reiten da einfach heroisch hinein. Auf unsere unvergleichliche lancelotische Art machen wir das. Hallöchen, werte Piraten. Kommt doch näher. Ich habe für euch alle was Schönes im Angebot. So, einmal wenden, Plätze ohne stehen bleiben, bitte. Oh, das ist ein Bogenschütze. Da muss man ein bisschen aufpassen. Den hatte ich gerade gar nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Ach, da ganz rechts, alles klar. Hier andere Seite gereiht. Ja, genau die Seite.
Ja, ihn bitte nochmal. Ah, shit. Ja, weiter reiten. Wird es denn nicht stehen bleiben hier? Ah, Bogenschütze. Und das. Ach, den haben wir verfehlt. Wie haben wir den denn verfehlt gerade? Ich dachte, es wäre ein sicherer Kill. Scheinbar nicht. So, den haben wir. Da hinten ist der Bogenschütze. Oh, zwei Bogenschützen. Natürlich. Da reiten wir hier so eine kleine Kurve. Verfehlen den. Ah, den nehmen wir uns. Sehr schön. Hier noch einmal Springplätze. Danke. So, hier müssen wir auf ziemlich engen Raum manövrieren. Nee, andere Seite, ja, die Seite, bitte direkt. Das ist nämlich der Bogenschütze. Das funktioniert aber ziemlich gut. Ah, Armbrustschütze. Ja, der braucht natürlich ein bisschen länger zum Nachladen. Der Ducken nützt ihm da auch nichts. So, und jetzt haben wir noch einen. Mit dem werden wir fertig. Nehmen wir noch mal ein bisschen größeren Kreis. Bleiben hier nicht am Fass hängen, Plötze. So, und da haben wir ihn. So, und da schauen wir doch mal direkt, wen wir hier gerettet haben. Hallöchen, guter Mann. Ein Waffenschmied. Aha, wir brauchen einen Schlüssel, wie immer, in solchen Situationen. Ah, das war nicht der Schlüssel, das war auch nicht der Schlüssel. Das war auch wahrscheinlich der Typ mit der Axt, wird den haben. Ich weiß nur nicht mehr, wer die Axt hatte. Ah, da drüben. Ein gegrilltes Hühnerbrötchen. Finde ich sehr gut. Wohin gehört denn der Waffenschmied? Gehört der hier nach Sund? Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird er uns dann bestimmt anbieten, dass wir ihn mal besuchen kommen können. Und uns dann gute Preise machen. Das finde ich auch sehr ordentlich von ihm. So, spreche nochmal. Hallo, Herr Waffenschmied. Okay, der kommt gar nicht raus. Ach doch, jetzt. Thanks, mate. Fairlon, you know the place? I've been following. Fairlon. Come and visit, I'll have a reward for you. Aha. In Fairlon, also. Na gut. Ja, dann schauen wir nochmal. Die haben hier noch ein paar Kistchen und sowas rumzustehen, ne? Ein bisschen Blutmoos wächst hier, ein bisschen Hornkraut heißt es. Hornblatt heißt es. Nehmen wir alles mit, wenn wir das hier schon mal so ufernah. Was gibt es hier noch? Ernten können. Wasser, okay, ganz wichtig. Piraterie macht bestimmt auch durstig. Man kann ja nicht den ganzen Tag nur rum oder sowas trinken. Beziehungsweise Met, wie es sich für ordentliche Skelliger-Piraten gehört. Oh, was haben wir hier noch? Nochmal so Feuermoos, okay. Beziehungsweise Blutmoos. Hier drüben bei den Felsen noch was. Ups, da zieht sich so eine Kette einfach durchs Wasser. Ah, da ist ein Schiffswrack um die Ecke. Auch interessant. Ah, Wasserpflanzen. Okay, nichts Interessantes. So, doch, gehen wir hier an Land, Geralt. Das Bootswrack da interessiert mich nämlich. Kannst du dich hier nicht hochziehen oder so? Ja, das Schiffswrack da drüben, das schnappen wir uns mal wann anders. Heute soll uns dieses Bootswrack hier interessieren. Aha, hier wächst also Kreuzdorn. Na gut, ja, dann halt nicht. Dann einmal eleganter Kopfsprung vielleicht oder Arschbombe. Ja, Arschbombe ist auch okay, Geralt. So, den Schmied von Fairlund. Haben wir hier also, ach Geralt, ist dein Ernst? Schwimm doch einfach. Es geht 3 Millionen Mal schneller. Wieso läuft der denn hier überhaupt? Das ist viel zu tief, um zu laufen. Das gibt gar keinen Sinn. Aber gut. Ist halt so. Geralt mochte da durchs Wasser laufen. So tun, als wenn er da stehen kann. So,
So, plötzlich, wir sind hier fertig. Ja, Western-Style. Und damit meine ich nicht West-Skellige. So, hier wollen wir durch und genau diesen Weg hier wollten wir noch erkunden. Da setze ich mal eine Markierung hin. Wir reiten also bis nach Sund und dann in Richtung, was war das gerade, Nordosten raus? Nordwesten, ne, glaube ich. Ja, wenn wir in Sund sind, dann können wir uns ja nach der Markierung richten. Die ist ja nicht ohne Grund da. Auch ein hübsches Fleckchen hier. Ah, die Schafe sind schon aus dem Stall raus. Hallo. Moin Leute, alles gut bei euch? Schön geschlafen? Also so ein, weiß nicht, so eine Abflussrinne vielleicht. Mal sehen, wo die hinführt. Ne, kann sein, dass hier im Winter das Schmelzwasser einfach unterfließt. Oh, da wurde gespeichert. Oh, aha. Wo sind wir hier angekommen? Hier gibt es noch ein bisschen Blutmoos. Das haben wir von den Felsen da drüben aus gesehen, die Stelle hier. Das heißt, hier müsste es eigentlich auch Harpien geben. Naja, wir schauen uns hier mal kurz um. Ein kubirisches Entermesser. Okay. Ein bisschen Hornblatt. Was gibt es denn hier sonst noch? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Hier drüben. Angriffshandschuhe. Okay. Und außerdem Nilfgaardisches Langschwert, ein Gesellenwaffenreparaturset und Harz. Also sonst scheint es hier gar nichts zu geben. Ich werde die Folge jetzt hier auch an dieser Stelle beenden, Jungs und Mädels. Wir gucken noch mal kurz rum. Ja, da fliegen so ein paar, nicht Harpien, sondern Sirenen. Ja, wie gesagt, ich werde die Folge hier beenden, Jungs und Mädels, und beim nächsten Mal, oh, das Hornblatt nehmen wir noch mit, dann werde ich die Folge aber wirklich beenden. Und beim nächsten Mal machen wir dann mit den Quests weiter, ne? Wir haben ja hier noch die schwarze Perle als Quest, außerdem müssen wir ja noch die Schwertdiebe ihrer gerechten Strafe zuführen und den Leuchtturm vom Phantom befreien. Das alles schaffen wir vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber wir werden uns in die Richtung bewegen, das in Angriff nehmen. Mal sehen, was uns da zuerst so im Weg läuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schön, dass ihr heute dabei wart. Macht's gut und bis dann. Ciao.